Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fahrt im TS 2021. Lang ist schon wieder her, aber deswegen sind wir heute mal wieder auf einer neuen Strecke unterwegs, nämlich Bremerhaven-Bremen, beziehungsweise wir waren hier noch nie unterwegs, die ist inzwischen auch schon wieder eine Zeit raus, aber wir waren hier noch nie unterwegs, deswegen habe ich mir die heute mal rausgesucht und wir übernehmen hier eine Doppeltraktion von 2440 der Regio S-Bahn von Bremen. Also sind sozusagen auf der Linie RS2 unterwegs als Verstärker zum Bremer Hauptbahnhof. Die fährt ja eigentlich noch weiter. Wir fahren heute bis Bremen Hauptbahnhof und schauen uns mal diese Strecke hier etwas genauer an. Stehen hier gerade in Bremerhaven Lehe, schon am Bahnsteig. Das heißt, wir können jetzt ja auch gleich die Türen öffnen und so weiter. Haben noch ein bisschen Zeit bis zur Abfahrt. Ich glaube, wir fahren 53, fahren wir ab. Also wir haben jetzt noch, glaube ich, so 3-4 Minuten. Da können wir uns schon mal grob hier die Strecke mal anschauen und uns einfach mal ein bisschen vertraut damit machen. Die Links zu Szenario und Strecke natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und dazu sage ich dann auch gleich noch was Genaueres. Wollte ich nur schon mal einmal loswerden an der Stelle. Genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal in das Szenario und beenden die Pause jetzt. Können mal die Türen öffnen und schalten hier sonst alles weitere auch nochmal an. So. Hier neben uns fährt schon die EVB los. Das ist wahrscheinlich ein, der müsste aus Cuxhaven kommen. Der fährt wahrscheinlich nach Buxtehude. Ja, sieht so aus, genau. Da können wir uns auch gleich nochmal anschauen, genauer. Genau, wir können ja mal hier von außen. Unsere ZZA müssen wir eh noch einstellen. Genau, nach Verden fahren wir jetzt nicht. Wir fahren nämlich die RS2 nach Bremen Hauptbahnhof. So, das ist richtig. Sehr schön. Perfekt. Super. Also, dann würde ich sagen, wir können mal ganz kurz hier schauen. Also, in die Richtung geht's zum Bremerhavener Hauptbahnhof. In die Richtung geht's Richtung Cuxhaven bzw. Bremerhaven Seehafen. Da können wir einmal mal, weil hinfliegen können wir jetzt leider nicht, da können wir uns mal die Karte anschauen. So, also, wir stehen jetzt hier im Moment, fahren gleich Richtung Süden hier, Richtung Hauptbahnhof. Hier ist noch die Abstellung, da zum Beispiel der RE hält dort oder wird dort abgestellt oder sowas. Bei der S-Bahn, die wir jetzt hier fahren, da sind, glaube ich, die Zeiten meistens relativ kurz. Ich glaube, die fährt da nicht so häufig rein. Genau, dann geht es hier weiter. Einmal Speckenbüttel mit dem alten Ablaufberg und so weiter. Und hier außenrum gibt es so eine Umfahrung. Das sind zwei Gleise, das ist aber nur, das linke ist nur elektrifiziert, das rechte geht Richtung Cuxhaven. Und dann ist hier der ganze Hafen. Also vom Kaiserhafen hier unten, Nordhafen, Imsumer Deich und Weddewarde Tief ist das hier, glaube ich. Ja, genau, richtig. Genau, das ist hier alles zwar schon von den Gleisen her gebaut, aber ich glaube noch nicht ausgestaltet. Ob das nochmal passiert in Zukunft, weiß ich nicht. Wäre natürlich sehr cool, aber ist natürlich auch ein riesiger Aufwand. Deshalb mal schauen. Ist nämlich eine Freeware-Strecke aus dem Railsim-Forum, also auf alle Fälle eine super Leistung, jetzt schon. Das kann ich schon mal sagen. Ich kann hier zu dem Zug an sich, kann ich euch gar nicht ganz so viel erzählen. Aber zu der Strecke. Wir waren, glaube ich, noch nie mit dem Zug unterwegs. Es ist auch wirklich, also der Zug ist von DTG. Und es ist wirklich schon sehr eindrucksvoll, was es da alles für Updates für gibt und was da auch alles nötig ist. Also ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas noch original so ist jetzt, wie wir jetzt hier mit unterwegs sind. Aber das könnt ihr auch alles in den Einschlägen voran finden. Ja, genau, so können wir das so stehen lassen, würde ich sagen. Ja, also wir sind heute mal wieder, seit langer Zeit, gibt es mal wieder ein Video. Ich plane jetzt eigentlich so, ja, irgendwie gerne ein Video in der Woche. Ich meine, das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz guter Rhythmus. Mal gucken, ob ich das einhalten kann. Ja, genau. So, also jetzt haben wir noch 30 Sekunden Zeit. Jetzt habe ich euch schon mal gezeigt, wo wir uns ungefähr befinden. Wir waren hier im Norden noch nie unterwegs.
Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Strecke schon draußen ist. Ich glaube, noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt. Also sie ist, glaube ich, erst nach dem letzten Video, also von der 111. Ich glaube, da gab es die noch nicht. Ist auch inzwischen schon eine Erweiterung rausgekommen. Das schauen wir uns auch nochmal an. Aber allerdings nicht heute. Wir fahren erstmal heute nur bis zum Hauptbahnhof. So, die Türen gehen zu. Das schauen wir uns dann gleich nochmal mit eigenen Augen an. Gut, da waren wir zu langsam. Das sieht aber gut aus. So, dann fahren wir mal los. Können wir uns hier erstmal befreien. Und dann fahren wir jetzt hier ganz entspannt mit einer 40 aus. Ja. So. Wir haben jetzt hier kein Ausfahrsignal. Das sind alles Zwischensignale hier. Und deshalb haben wir jetzt hier vorne, das ist hier in der Strecke noch so, ein ZS10 verbaut. Nennt man auch Endesignal. Kann ich euch gleich mal zeigen. Und was das macht, das hebt im Grunde eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf von einem Schönen guten Hauptsignal. Morgen, sehr geehrte Fahrgäste des Zugpersonals der Nordwestbahn. Begrüße recht herzlich in der RS2 auf der Fahrt von Bremerhaven der nach Bremen Hauptbahnhof und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Fahrplan ist halt dann in Kürze Bremerhaven Hauptbahnhof. Genau, was das tut, ist im Grunde von einem HP2, was Langsamfahrt anzeigt, oder einem ZS3, das ist ein Geschwindigkeitsanzeiger, hebt im Grunde diese Geschwindigkeitsbeschränkung auf, bevor der anschließende Weichenbereich vorbei ist. Was uns natürlich jetzt hier schon enorm weiterhilft, wenn das hier Zwischensignale sind. So, jetzt können wir hier, ich würde hier gar nicht großartig mehr beschleunigen. Da können wir einfach rollen lassen, weil wir haben jetzt hier schon wieder eine Langsamfahrt. Da können wir schon wieder ein bisschen bremsen. So, hier kommt uns schon ein Güterzug entgegen. Der hat wahrscheinlich gewartet auf uns hier schon. Autos sieht man hier oben generell sehr viele, weil halt in Bremerhaven so viele ankommen, auch mit dem Schiff. So, und ja, also grundsätzlich sieht das hier alles erstmal schon ziemlich realistisch aus. Muss ich wirklich sagen. Könnt ihr euch mal den Hauptbahnhof kurz anschauen? Also echt eine super Leistung. So, jetzt bremsen wir hier mal auf die 40 runter. Was dann uns am nächsten Zwischensignal hier angezeigt werden wird. Nächster Halt, Bremerhaven Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, die 40 gelten natürlich jetzt schon hier. Und ja, hier sind links neben uns sind oft Loks abgestellt. Und hier rechts sehen wir jetzt schon mal das Gebäude vom Fahrdienst hier für Bremerhaven Hauptbahnhof. Und wir fahren jetzt hier aber nach links an den Bahnsteig ran. Was ich noch zu dem ZS10 sagen wollte, die stehen hier in echt jetzt nicht mehr. Gibt es zwei Stück, einmal hinter Lehe und einmal hier hinterm Hauptbahnhof. Wir können die hier noch nutzen. In echt stehen die da jetzt nicht mehr. Sind sowieso nur im DS-Bereich, also DV, nicht zu finden und ich glaube, die werden auch heutzutage nicht mehr verbaut. Also die verschwinden immer mehr, wenn ich mich nicht täusche. Glaube ich mal gehört zu haben. So, hier sind wir jetzt am Hauptbahnhof angekommen. Ups. Können uns hier auch gleich mal noch das Bahnhofsgebäude kurz anschauen. Das sieht nämlich auch ziemlich gut aus. So, also hier die H-Tafel hier, da stehen wir schon mit der ersten Tür, glaube ich,
hinter dem Bahnsteig. Da würde ich jetzt einfach mal ein bisschen eher anhalten, weil wir stehen mit dem ganzen Zug schon auch am Bahnsteig. Das sollte auch so passen. So, da können wir hier mal kurz schauen. Da geht es nämlich dann hier durch das Empfangsgebäude sozusagen durch. Und dann hier vorne fahren dann die ganzen Busse und so weiter. Also, ja, sieht so aus wie in Realität auch, würde ich sagen. Hier links neben uns jetzt der Zug nach Buxtehude war das, genau. Und der fährt dann nämlich hinter Wulsdorf ab. Das können wir uns auch gleich mal anschauen. So. Perfekt, das geht immer flott hier alles. So, dann fahren wir hier wieder mit einer langsamen Fahrt raus. Die meisten Güterzüge, die fahren hier am Außengleis lang. Mit, wenn sie Fahrt haben, mit einer 80. So. Und wir fahren jetzt hier aber erstmal ganz entspannt weiter. Und dann kommt jetzt hier gleich das ZS10 nochmal. Das ist wirklich auch ganz gut hier mit den, weil das halt alles hier Zwischensignale sind. Das ist hier der Unterschied. Übrigens, falls ihr euch wundert, im letzten Video wurde ja mir vorgeschlagen, dass ich mal den F3-Monitor weglasse. Wollte ich auch machen, aber da DTG, ja, den Kombihebel, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ein bisschen, naja, falsch eingebaut hat, wäre vielleicht ein ganz treffendes Wort, habe ich mich jetzt entschieden, dass ich das hier so ein bisschen drüber lege, dass man das nicht ganz so gut sieht. Weil, ja, weiß ja auch nicht. Irgendwie sieht es schon nicht so cool aus. ja. Wir können es ja gleich mal kurz hier anschauen. Also grundsätzlich vom Führerstand her gibt es hier gar nicht so viel sonst zu sehen. Wir müssen auch mal ein bisschen beschleunigen. So, also wie ihr seht, wir beschleunigen jetzt hier den Zug und wir ziehen den Hebel nach hinten. Und das ist ja also vollkommen gegen alles, was man kennt, sagen wir es mal so. Also, ja. Das wurde, glaube ich, sogar auch verbessert bei dem 440 von Nürnberg-Regensburg. Aber halt hier noch nicht. Also bei dem Zug, der ist ja, das ist ja hier die Version, die alleine herausgekommen ist. Und hier wurde das noch nicht angepasst. So, hier geht das dritte Gleis ab. Da, ja, kann man dann so ein bisschen in die, ja, Wartestellung fahren, sagen wir es mal so. In Wulsdorf kann man nochmal, können die Güterzüge alle zur Seite gefahren werden und dann kann da der Personenverkehr erstmal durchrollen. Bevor es dann nämlich nur noch zweigleisig ist. Und ja, wird immer viel gebaut hier an der Strecke. Das können wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen. Genau, hier tut sich das so ein bisschen auf jetzt. Nächster Halt, Bremerhaven, Wulsdorf. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, jetzt haben wir hier schon fast wieder ein bisschen zu früh gebremst, aber gut. Von der Zeit her passt das ja hier alles noch ganz gut. Wir stehen auch schon jetzt hier drin. Das passt alles. So, halten wir mal an. Genau, also hier kann man sich hinstellen und dann fährt hier den RE, fahren glaube ich zwei Linien hier. Einmal nach Osnabrück und einmal nach Hannover. Die wechseln sich glaube ich so ein bisschen ab und dann kommt immer noch die S-Bahn. Also hier mit dem Fahrzeug, mit dem wir jetzt hier unterwegs sind. Und dann bleibt natürlich, dann ja, muss man natürlich gucken. Hier links geht es jetzt ab nach Buxtehude. Mit so einer Gleiskreuzung dann auf der anderen Seite. Mal gucken, ob da müsste, glaube ich, eine 80. Mal gucken, ob die da auch ist. Schauen wir gleich mal. So, Türen sind auch alle schon dicht schon wieder. Jetzt müssen wir, geht es direkt weiter. Und jetzt können wir hier auch gleich mal ein bisschen ausfahren. So.
Genau, hier geht es jetzt nach Buxtehude ab. Hier müsste eigentlich... Ja, nee, eine 80 steht hier gar nicht. Na gut. So, hier die 160. Und jetzt fahren wir hier schon raus aus Bremerhaven. So. Sehr schön. Falls ihr, also nicht wundern, die Loks haben heute alle ein etwas dunkleres Licht, sagen wir es mal so, Spitzenlicht, weil ich habe nämlich die Lensflares, heißen die, glaube ich, in den Optionen, ausgestellt, weil sonst haben wir hier so Flutlichter vorne dran und das ist dann irgendwie so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen zu viel des Guten einfach. Ja, klasse. Das war jetzt richtig sinnvoll hier. Schauen wir mal, ob wir hier nochmal was Besseres sehen können. Ja. So, kommen wir gleich schon nach Loksstedt. Hier wird, ja, im Moment wird hier sehr viel gebaut. Ich glaube vor allen Dingen auch Lärmschutz relativ viel. Und da wird auch nachts auch oft enggleisig gefahren, ab Stubben bis Bremerhaven-Wulsdorf. Nächster Halt, Loksstedt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Ah, das sieht hier wirklich alles sehr realistisch aus, auch mit den Bahnübergängen, das passt alles. Ich weiß nicht genau, auf welchem Stand die Strecke gebaut wurde, das kann ich nicht genau sagen. Aber auf alle Fälle, was man hier so allgemein sieht, auch hier und dann dahinter, ja, also, sieht auf alle Fälle sehr passend aus, würde ich mal sagen. Ja, wir können uns ja auch mal anschauen, wo wir überhaupt langfahren heute. Lunestedt, Stubben, Lübberstedt, Oldenbüttel, dann kommen wir nach Osterholz-Scharmbeck. So, wir dürfen aber hier auch nicht vergessen weiterzufahren, das ist bei der S-Bahn immer relativ wichtig. So. Und dann kommen wir schon nach Ritterhude, Bremen-Burg, Hauptbahnhof und dann enden wir heute. Und schauen uns dann ein anderes Mal nochmal einen Fegesack an. Genau, hier wird schon immer einiges gebaut in Realität. Vor allem nachts allerdings. Aber man kann es, glaube ich, trotzdem sehen, tagsüber. Eine ganz interessante Sache, das sieht man jetzt hier auch schon wieder sehr gut. Dieses Vorsignal dort. Da kommt ja, ist ja, geht ja dahinter einen Bogen los, nach links. Und wenn man damit nicht rechnet, von Weitem das sieht, könnte man auch denken, dass es vielleicht im Bogen steht und auch noch nicht die Tafeln hier sieht, dass es auf der einen auf unserer Seite steht. Und dann kriegt man vielleicht einen kleinen Schreck und denkt sich, oh, jetzt warum halt erwarten? Ja, vielleicht eine kleine, so als kleine Anekdote. Auf alle Fälle auch vom Gleisbau hier, das ist ja wirklich... fast besser als die Realität. Ja, Windkraft hier auch sehr charakteristisch hier. Steht hier auch sehr viel. Nee, muss man sagen. Das passt einfach super hier. Ja. Stedt jetzt das nächste.
Achso, ja, ich war eben, glaube ich, noch nicht fertig geworden, mit dem F3-Monitor zu erzählen. Also das wollte ich ja in Zukunft auch mal abschalten. Hatten sich ja einige gewünscht. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr das euch wünscht oder nicht. Je nachdem würde ich das dann auch weiter so machen. So, hier dürft ihr euch jetzt nicht wundern, mit dem Bahnübergang, da fahren manchmal Autos trotzdem noch weiter durch. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt vielleicht nicht sehen, das wäre ganz schön. Perfekt, sehr schön. Weil da fahren manchmal nämlich die Autos so durch. Das hatte ich jetzt einmal bei meiner Testfahrt mal gesehen. Und das sah natürlich schon ein bisschen blöd aus, weil, naja, nicht so ganz cool darauf zuzufahren. So, jetzt mit diesem Update hier, mit den ganzen Verbesserungen und so weiter, da sieht das ja wirklich eigentlich echt super aus. Also da macht es auch eigentlich echt Spaß, mit der Kiste hier durch die Gegend zu fahren. Also, falls da jemand aus der Realität Erfahrung beisteuern kann, gerne in die Kommentare, würde ich mich freuen. Ich habe sie nicht. Apropos von dem Szenario, das ist nämlich von TrainFW aus dem Railsim Forum. Vielen Dank an der Stelle. Und die Strecke ist von Pushing Tin aus dem Railsim Forum, also eine Freeware-Strecke. Wirklich eine klasse Umsetzung. Bislang. Also, wir haben uns noch nicht alles angeschaut, aber ich habe keinen Zweifel, dass das so weitergeht. So, jetzt gucken wir mal. Sehr schön. Und TrainFW hat hier auch noch so weitere Updates beigesteuert. Zum Beispiel hier, um ein bisschen bessere Traktionssteuerung zu haben. Oder ein bisschen realistischere, sagen wir es mal so. Und so macht es dann auch alles wesentlich mehr Spaß. Ja, wenn man mal bedenkt, was der Zug eigentlich mitliefert sozusagen und was daraus gemacht wurde von der Community, ist schon klasse. So. Jetzt können wir hier 150, da brauchen wir jetzt hier gar nicht großartig noch was zu beschleunigen. Ich denke, das passt so. Stuppen ist auch mit einem dritten Gleis. Da könnte jetzt auch ein Güterzug zum Beispiel drin stehen oder da kann uns was überholen, je nachdem. Das können ganz vielfältige Sachen sein, die dort passieren. So. Aber wir werden auf alle Fälle eine Langsamfahrt oder sowas bekommen, weil da das wird ziemlich sicher dort nicht so funktionieren. Ja, da ist er auch schon. 60. So, jetzt sind wir hier zwar schon ein bisschen schneller auf den 60, aber gut. Das macht es uns dann. Wir haben ja jetzt noch fast noch 2 Minuten, bis wir da sein sollen, also von daher. Und wir haben nochmal eine langsame Fahrt. Na gut. Das heißt, für uns geht's heute hier weiter. Nächster Halt. Stubben. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, da fahren wir hier mal
mal rein. Ist auch ganz gut zu wissen, manchmal Richtung Süden kann man danach auch gar nicht mehr so häufig in die Überholung fahren. Also jetzt bis Bremen zumindest. Osterholz-Scharmbeck wird, glaube ich, schon wieder ein bisschen knapp mit so längeren Zügen. Also als Güterzug jetzt meine ich vor allem. Und dann kommt ja schon auch schon Bremen-Burg im Grunde. So, dann halten wir mal an. Sind auch gut in der Zeit, das passt hier, alles gut. Sehr schön. So, perfekt, super. So, jetzt haben wir hier sogar wirklich ein Ausfahrsignal vor uns. Das macht natürlich auch noch mal vieles einfacher. So. Ja, also das Regio-S-Bahn-Netz in Bremen ist ja eigentlich schon ziemlich groß und wir haben, muss ich mal kurz überlegen, ja, nee, es gibt bisher nur die zwei Strecken, die an Bremen angrenzen. Also das heißt, man kann jetzt im Grunde die gesamte Linie 2 fahren, RS2, von Bremerhaven-Lehe bis Twistringen. Weil die Strecke nach Osnabrück gibt es ja inzwischen auch schon. Und nicht inzwischen, die gibt es ja schon länger. Die gibt es ja von... das war Jan Bleis, genau. Virtual Tracks, so war das, genau, richtig. So. Und da kann man dieses durchfahren. Und jetzt gibt es natürlich noch bis Fegesack den Abschnitt da. Den kenne ich natürlich auch noch nicht. Aber ansonsten, die Strecke Richtung Hannover, ich glaube, die sollte mal ausgebaut werden. Oder vielleicht sogar der Ersteller von der Strecke hier. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz so sicher. Aber ich glaube... Und das wäre natürlich super. Da wird noch die Strecke nach Verden auch drin sein mit. Was auf jeden Fall hier bei der Strecke ist, es sind sehr viele Bahnübergänge dabei. Weiß gar nicht, durch wie viele wir jetzt schon gefahren sind. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass vielleicht, weiß ich nicht, ob das jetzt schon auch überhaupt dann schon so existierte, als die Strecke hier angefangen wurde zu bauen, aber so ein bisschen 3D-Vegetation, die wäre natürlich noch super. Ich glaube, man kann das auch so ein bisschen tauschen, ehrlich gesagt. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Mit Streckenbau und sowas, da kenne ich mich gar nicht so genau aus. Aber auf alle Fälle, der Gleisbau ist ja wirklich eine 1. Hier so ein RE sein, ja. So, jetzt müssen wir wieder bremsen. Was auch sonst? Vor allem mit den 80, das ist natürlich, das tut natürlich ein bisschen weh, aber gut, was will man machen?
da muss man natürlich schneller runterbremsen. Das meine ich jetzt damit mit dem Wehtun. Also das tut natürlich nicht weh, aber halt, man kann natürlich nicht bis zum Signal das jetzt hier so fahren. Würde mit dem Zug ja gehen. Ist ja was anderes als mit so Zügen. Nächster Halt. Lübberstedt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Würde mit solchen Zügen natürlich gehen. Anders als mit Güterzügen, das meinte ich jetzt damit. So, das passt ja auch schon wieder alles super. Hier halte ich dann immer lieber vielleicht ein bisschen weiter vorne noch. Damit die Leute nicht ganz so weit zurücklaufen müssen. Aber ist eigentlich auch hier egal. Wir sind ja hier sowieso im Simulator unterwegs. So. Ja, hier ist der Lärmschutz schon dran. Naja. Ist natürlich auch immer schwierig, so eine Strecke verändert sich ja auch laufend. Das dann da so irgendwie das gut nachzubauen, ist halt auch schwierig. Das ist definitiv so. Wie lange haben wir denn hier Aufenthalt? Ah, okay. Ja, genau. So, jetzt Richtung Oldenbüttel kommt jetzt mal so ein bisschen langsam Fahrstellen mit 90. Da brauchen wir jetzt uns gar nicht hier großartig zu beschleunigen, würde ich sagen. Können wir einfach 100 fahren vorher, dann kriegen wir keine Beeinflussung und dann sollte das auch laufen. So, mit 80 sind wir eingefahren, das heißt, ich glaube mit 80 fahren wir auch wieder aus. Auf 100 beschleunigen können wir noch. Dann lassen wir uns einfach ein bisschen rollen. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Mit dem Güterzug natürlich nicht, aber hier mit der, das ist ja wirklich wie ein Rennauto im Grunde. Bin mir gar nicht sicher, woran das hier liegt. Vielleicht Oberbaumängel. Könnte auf alle Fälle sein. Jedenfalls, so wie wir hier über die Strecke gleiten, ja schon fast, oder schon fast fliegen, so ist es jedenfalls in Realität nicht. Kriegen wir hier heute nochmal eine Ansicht hin, wo wir nicht nur durch die Bäume schauen. Na gut, lassen wir es dabei. Upsala. Aufs Gleis wollte ich jetzt auch nicht. Trotz dessen, dass, glaube ich, der RE nur in Osterholz-Scharmbeck hält, ist er auf der Strecke hier, ja, so 10 Minuten, glaube ich, kürzer unterwegs. Viertelstunde Maximum. Mehr ist es, glaube ich, gar nicht hier. Ja, ansonsten im Führerstand gibt es ja eigentlich gar nicht so viel zu sehen.
Die Türenfreigabe, die können wir aber nicht bedienen. Da machen wir nur T. Ah, okay. Ach, das ist so. Etwas leiser. Sagen wir es so. Ja, ansonsten, ich glaube Fernlicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier haben. Für so einen Luxus. Nee, ich glaube nicht. Nee, wir haben hier nur normales Licht. Oder aus. Aber besser als nichts. Aber mit diesem, ist auch noch ein Skript-Update hier dabei. Also es ist auch noch da. Damit kann man wirklich auch schon wirklich gut auch fahren hier mit dem ganzen Zug. So, jetzt lassen wir uns hier einfach den Berg hochrollen. Und das letzte Stück bremsen wir einfach noch so runter. So, das könnte Box Express sein. Wobei bei den geliehenen Loks weiß man das immer nie genau. Nächster Halt, Oldenbüttel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, das ist natürlich, ja, Albtraum, würde ich mal sagen, ne? Also, die Autos fahren hier leider noch so durch. Wenn sowas natürlich in Realität passieren würde, das wäre natürlich... Sieht es aber so aus, als ob die Autos anhalten würden. So, Türen auf. Pünktlich sind wir immer noch, das ist doch ein Traum. Besser geht's nicht. Jetzt sind wir schon einen guten Teil gefahren. Oldenbüttel. Und jetzt, der nächste Halt ist jetzt Osterholz-Scharmbeck. Und danach kommt noch Ritterhude und dann sind wir schon in Bremenburg. Das geht dann letztendlich doch flott. So lange ist die Strecke dann auch nicht. Das ist was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel bis Hannover durchfahren würde. So. Machen wir das mal so. Nee, aber ansonsten, ja, Fahrtradspannung. Hier gibt es noch so ein paar, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht von größerer Bedeutung. Ebola kann man auch nicht bedienen. Also, hier im Führerstand ansonsten ist, glaube ich, nicht ganz so viel los. Aber das soll uns auch einfach mal genügen. Was hier aus dem Zug schon rausgemacht wurde, ist ja schon super. Ist auch ein Sound-Update von Linus dabei. Upsala, jetzt habe ich hier glatt... Beim ganzen Erzählen habe ich natürlich wieder vergessen. So, 60. Oldenbüttel, genau so. Jetzt haben wir hier wieder... Anschließend Weichenbereich. Ja, und während wir hier im besten Sommer unterwegs sind, bricht draußen der Winter wieder ein. schön. So. Jetzt kommen wir hier mal. Genau, das war die SIFA da. Eine Fahrgastansicht gibt es natürlich auch hier.
sehr dichter Wald hier um die Strecke. Ja, so wird das hier nichts. Nee, aber ansonsten ist die Strecke ja eigentlich wirklich. Es gibt so ein paar Punkte, da muss man ein bisschen aufpassen, wie ich zum Beispiel meinte da, was ich eben schon erzählt hatte. Aber Bremen-Burg, da kriegt man immer eine 80, das sehen wir ja auch gleich dann noch. Ja. Aber ansonsten macht's aber auf alle Fälle Spaß, weil hier oben ist natürlich auch wirklich was los, vor allem güterverkehrstechnisch. Da kann man auch wirklich aus dem Vollen schöpfen, sagen wir es mal so. Nächster Halt, Osterholz-Scharmbeck. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Genau, das ist das Gleis übrigens, was ich hier eben meinte mit dem Abstellen. Ah, jetzt sind wir ein bisschen vorbeigefahren am Halt. Oh, wobei, das hat ja ganz gut gepasst. Sehr schön. Hätte ich gar nicht gedacht mehr. Genau, das ist hier das dritte Gleis, was ich eben noch meinte. Da kann man, glaube ich, ich weiß nicht, wie lang das genau ist. Das reicht. Ich denke, hier könnte man auch noch einen Güterzug reinparken im Zweifelsfall, aber jetzt sowieso nicht. Hier ist ja anscheinend was abgestellt. Auch eine 440. Die heißen ja auch Alstom Coradia International, glaube ich. Upsala. So, Ritterhude ist jetzt hier das nächste. Achso, wir haben 130. Ha. Ah, ich glaube, das wird so nix. Nee, muss ich noch mal ein bisschen. Ah, okay, sehr schön. Jetzt hat das noch gepasst. Sehr schön. Da beschleunigen wir aber nochmal, würde ich sagen. Es geht ja hier so flott mit dem Zug. So, Ritterhude. Mhm.
Nächster Halt, Ritterhude. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Sehr schön, das klappt doch hier gut. Der liegt hier auch ein bisschen, muss man auch genau wissen, dass der hier hinterkommt. Weil sonst könnte man da auch ein bisschen überrascht werden. Wurde ich jetzt auch fast gerade, muss ich ehrlicherweise zugeben. Da, ja, denkt man auf einmal, ups, da kommt ja jetzt der Bahnsteig. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. Vor allem mit den Zügen, da ist das ja auch, ja, ich sag mal so, gar nicht so dramatisch. Da sagt man einfach, gut, dann bremse ich halt noch ein bisschen mehr. Dann geht das auch sehr schnell in die richtige Richtung, sage ich mal so. So, nach Ritterhude, wie gesagt, Bremen-Burg. Und, genau, wird hier betrieben von der Nordwestbahn, die zu der Transdev-Gruppe dazugehören. Deswegen steht das hier natürlich auch überall drauf. Und die machen das Ganze hier im Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen, VBN. Und haben halt im Grunde, Bremen ist im Grunde das ganze Zentrum davon. Also alles, alle Linien ranken sich darum. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Zweier, die fahren wir jetzt, Twistring, Bremerhaven, Lehe. Und dann gibt es noch eine, die geht nach Verden. So, jetzt können wir schon mal ein bisschen bremsen. Hier, es kommt jetzt die Kurve mit der 80. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob das auch hier bei den Personenzügen so ist. Das hat ja gut gepasst. Da, das kann man auch mal überrascht werden von, wenn man das nicht weiß. Da kommt man um die Ecke gefahren, 80. Oh. Da war übrigens gerade eine 1216. Da hatte ich die nämlich getauscht für die HRQ-Variante. Ja, die hat jetzt den Bügel nicht oben. Also, das ist nicht vom Szenario-Ersteller so. Das ist jetzt meine Schuld sozusagen. Nächster Halt. Bremen-Burg. Sie haben Übergang zur RS1 in Richtung Bremen-Fegesack und zu den Bussen des Stadtverkehrs. Zu Ihren Anschlussmöglichkeiten achten Sie bitte auf die örtlichen Aushänge. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das ist übrigens wirklich so, also die, der Bogen hier, das ist gut, dass es hier nur 80 ist. Merkt man ja auch hier so ein bisschen. Und hier rechts dann die Gleise von Bremen-Fegesack. Oh, Haltetafel. Komm zu uns. Komm uns entgegen. So. Machen wir das mal so. Die habe ich natürlich nicht gesehen hier.
So, pünktlich sind wir auch relativ. Es läuft. So, hier oben Fahrdienst, so wie es aussieht. Und hier geht es dann Richtung Fegesack. Hier können auch die Busse genau stehen. Ja, passt, Mensch. Es ist einfach alles so wie auch in Realität. Nach Fegesack geht es dann jetzt hier. Ups, das wollte ich nicht. Hier. Geht es dann jetzt hier weiter nach links sozusagen. Okay, wie heißt das dann hier? Lesum, okay. St. Magnus. Ah, okay. Flott Wende machen und um 6.51 Uhr gehst du dann wieder als RS1 nach weiter nach Fegesack. Am besten du stellst deinen ZSA schon mal auf RS1 Bremen-Fegesack um, damit auch die Leute am Bahnsteig auch gleich Bescheid wissen. Alles klar. Das können wir jetzt machen. Was machen wir jetzt am besten noch schnell? Oder wartet mal, wir machen das mal anders. Machen wir erstmal noch so ein schnelles Bild. Und jetzt fahren wir erstmal weiter. So. Weil wir müssen ja hier mal ein bisschen weiterkommen wieder. 100 ab hier. Sonst werden wir hier noch die ganzen Autos aufhalten, weil, wie gesagt, die Bahnübergänge sind hier wirklich, ja, immer zu sehen. So, und jetzt können wir das hier mal ändern. RS1 nach Bremen-Fegesack. Weil ich würde sagen, das heben wir uns in der Tat mal für ein neues Video auf. Und schauen uns das dann nochmal genau an. Vielleicht sogar das Szenario hier einfach nochmal. Das können wir auch so machen. Achso, 140. Ups. Ich dachte gerade, Mensch, war da nicht eben 140? So. Jetzt kommen wir auch ganz interessant gleich nach Bremen-Ostlebshausen. Da halten wir jetzt nicht an. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, welche RS-Linien dann da anhalten. Wir anscheinend nicht. Aber da geht es nämlich in den Bremer... oh. So. In den Bremer RBF. Da vorne blinkt schon. Das heißt für mich schon immer bremsbereit sein, aber jetzt 120, da sind wir jetzt drunter. Da geht es in den RBF rein, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das werden wir uns halt auch nochmal in Zukunft anschauen können. Da geht es wieder mit 40 rein und dann kommen da auch nochmal so 30er ZS3s, also Geschwindigkeitsanzeiger. Und da muss man auch ein bisschen gucken, weil dann nämlich auch die 500 Hertz Magneten natürlich angeschaltet sind. Und wenn man hier mal nämlich nach rechts guckt, ich habe jetzt gerade gar nicht geschaut, da stand 120 glaube ich dran. Hier geht es dann nämlich rein, hier mit der Weiche. Und dann kommt da das erste Formsignal. Das ist hier nämlich alles noch in Formsignalen. Die ZS3 stehen hier in der Tat nicht. Okay. Ja gut. So ist es. Und dann da hinten bei den Formhauptsignalen, da kann dann sein, dass man da mit einem ZS3 wieder eine 50 bekommt. Je nachdem. So, jetzt wird es eh interessant. Ich bin mal gespannt, wie hier die FPS sind in Bremen. Also der RBF ist riesig. Das können wir uns ja mal kurz anschauen hier. So, also, ja, ich würde sagen, sehr groß, ne? Hier das linke Gleis, da kommt man dann, wenn man durch den RBF so halb durchgefahren ist. Das unterfährt uns jetzt sozusagen hier gleich. Und das rechte Gleis hier auf unserer Seite ist auch, geht auch durch den RBF durch. Das wird man gleich sehen. Das fällt dann wieder ab. Geht in Gefälle so ein bisschen. Und dann kann man da entweder den Abzweig Richtung Hamburg nehmen oder auch dann die Ausfahrt Richtung Bremen Hauptbahnhof. Hier runter geht's runter, genau. Und da ist dann wieder das Formsignal. Vorsignal. So. Und da hinten sieht man das
bekannte Stellwerk. Und die ganzen Autos. Sehr realistisch auf alle Fälle. Das sieht hier wirklich so aus. Genau, hier ist das Stellwerk. Ja, perfekt, super. Alles dabei, klasse. So, und das ist jetzt, glaube ich, auch sogar teilweise annektiert von der Strecke Bremen-Osnabrück. So, eine 90 kriegen wir jetzt hier. Ja gut, da sind wir natürlich jetzt raus hier mit unseren 123. Da müssen wir bremsen. Das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass ich dann nur noch 105 fahre. Oder unter 105 am besten. Genau, hier der Fernsehturm rechts. Und jetzt fahren wir hier dem Hauptbahnhof entgegen. Von links kommt jetzt die Strecke von Hamburg. Alles andere kenne ich mich auch nicht so genau aus, ehrlich gesagt. Das weiß ich. Nächster Halt. Bremen, Hauptbahnhof. Sie haben Übergang zu den Zügen des Regional- und Fernverkehrs, zu den Bussen des Stadtverkehrs und den Straßenbahnen. Zu Ihren Anschlussmöglichkeiten achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen und die Aushänge. Dieser Zug fährt nach kurzem Aufenthalt weiter nach Bremen-Fegesack. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ah, jetzt haben wir durch unsere Wartezeit in Bremen-Burg die schöne Parallelfahrt hier verpasst. Das ist natürlich traurig. Das ist natürlich wirklich traurig. Ja, das war natürlich mein Fehler. Da wären wir auf alle Fälle mit dabei gewesen. Wenn ich nicht da so lange noch mit der TZA rumgemacht hätte. So, Halt erwarten hatten wir jetzt hier, ne? Da müssen wir gucken mit dem 500 Hertz. Wobei das in der oberen Zugart auch kein Problem ist. Aber die Frames, die gehen echt eigentlich noch. Ah, Hector Rail ist das hier vorne. Oh, ein interessanter Fahrweg auf alle Fälle. So, dann bremsen wir hier mal. Oh, 40 war ab hier. Habe ich da was verpasst? Eigentlich gerade durchgehender Fahrweg. Naja, gut. So. Wo stellen wir uns jetzt hier am besten hin? Gibt es hier Haartafeln? Ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal hier so ein bisschen hin, dass wir hier ganz gut fahrgastfreundlich stehen. Weil wir ja auch in die andere Richtung wieder rausfahren. So, machen wir die Türen auf. Und dann würde es jetzt hier an der Stelle in die andere Richtung wieder zurückgehen. Das schauen wir uns, oder heben wir uns auf für eine nächste Folge, würde ich sagen. Da würde ich mich auf alle Fälle wieder freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ebenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr das Video kommentieren und bewerten würdet. Das wäre umso besser. Vielen Dank auf alle Fälle nochmal an der Stelle an die beiden Ersteller hier des Ganzen, sowohl des Szenarios als auch der Strecke, also Train FW und Pushington. Auf alle Fälle klasse Sache, hat mir viel Spaß gemacht und es hat auch wirklich alles gepasst soweit. Außer hier meine ZZA-Umstellung. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ja zugeschaut habt, es euch gefallen hat, umso besser. Ja, bei Fragen, Anmerkungen, Wünsche, was auch immer, gerne in die Kommentare damit. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, macht's gut, gute Fahrt euch, bleibt gesund und tschüss.